Und ich sag's nochmal, wir haben Santas Schlüssel erhalten. Falls ich irgendwie den Punkt jetzt gar nicht gekriegt habe. Gut, erstmal wieder mit weg mit dem grünen Mauszeiger und wir machen einfach weiter. Blöde Unterbrechung immer. Wir waren mitten im Spiel, da können wir doch nicht mal irgendwas tun. Und dort oben ist wieder ein Container. Keine Lebenskapsel, aber. Ich hab's halt unter den Namen Container wegen Detroit und so. Okay. Waffen können wir natürlich noch auf Maximum bringen. Das ist insofern nützlich, dass wir dann nicht direkt all unsere Stufe verlieren, falls wir getroffen werden. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt haben, aber doch, ja, wie ihr seht, wir verlieren unsere Stufe, wenn wir getroffen werden. Und ich komme hier einfach nicht hoch. Einige werden jetzt vielleicht lachen, aber das ist wirklich nicht so einfach, Leute. Also die Sprünge manchmal ein bisschen perfekt getimt ablaufen, und immer von den anderen Weg. Verschwindet erstmal ihr. Pogo-Puschel, keine Ahnung, was das für Dinger sind. Und doch, jetzt geht's ganz einfach. Lebenskapsel halten, bla bla bla. Okay, und eigentlich auch die Musik, immer wenn man die erhält, die ist doch mal echt von Metroid geklaut, aber. Ach, besser gut geklaut als. Scheiße. Wie heißt nochmal der Spruch? Ach, was soll's. Das ist der Schlüssel zu meinem Haus. Ja, der Schlüssel für Santa ausgehändigt. Nein, ich habe eine nette Belohnung für dich. Ja, diese perverse Stimme, die ist rein zufällig. So, ich kann erstmal wieder Leben auffüllen. Speichern, nachdem ich mit Santa spreche. Pass auf, Death Trap to your left. One touch means instant death. Ja, eine Berührung auf diese Todesfalle und wir sind tot. Danke dir, du hast mich wirklich gerettet. Hier, du kannst das haben. Wir haben den Feuerball erhalten. Och mein Gott, es ist eine neue Waffe. Ist das nicht krass? Und wir werden gleich sehen, was diese neue Waffe kann. Denn sie kann, was wohl, Feuer verschießen. Und das Feuer kann nicht gerade ausfliegen. Es ist eher sowas wie eine Kollision. Und es macht halt viel Schaden und man kann es gut einsetzen, wenn man nah am Gegner ran ist. Denke ich zumindest, dass es am besten ist dann. Mal hochschießen, dann kann man erstmal vergessen. Oh, auf geht's. Bam, bam, bam. Das allererste ist erstmal diese Waffe aufstufen. Das wäre wohl das Beste. Und auf Level 3 ist diese Waffe wohl echt das Stärkste, was man hier erstmal haben kann. Das für diese dicken blauen Kerle hier, die nicht viel aushalten. Oh, Raketen, Raketen. Das kann ich euch mal Level 3 zeigen. Ja, kann ich schon längst. Ich hab ja eh aufgeladen. Puh, wir können 3 Raketen verschießen. Und ein riesiges Inferno. Oh, ich verballer hier alles. Das ist ein Inferno, das ist ein Flammen, so. Gleich haben wir auch Level 3. Komm schon! Oh Gott, schon wieder 3 Minuten, oh. Okay. Ich sag das nur, weil in einigen anderen Let's Plays man da schon längst weiter war. Ich versuch mal nicht zu lange hier alles hinaus zu werden. Na, die Spiel macht Spaß, man muss es einfach mal genießen. Die Level sind. Kommt her hier! Ups! Jetzt habt ihr auch die Demonstration gesehen, was passiert, wenn man diese Death Traps berührt. Ich meine, okay, es ist klar, ich hab's gesagt, aber vorgelesen. Aber es sieht doch lustig aus. Nein, es war natürlich aus Versehen. Dann müssen wir nochmal die Waffe aufleveln. Ach, das wird auf dem Weg schon von selbst kommen. Also, so dann, ne? So, aber wenn wir getroffen werden, passiert natürlich nie was. Wir müssen halt so auf dem Weg einfach die Dinger einsammeln und nicht getroffen werden. So, wie gesagt, das war eigentlich schon der erste A nach B, die ist nämlich zurückgelaufen. Zwar kein weiten Weg, aber das ist ändert. Das ist vielleicht auch eines der wenigen Kritiken, die ich in das Spiel habe. Tatsächlich, eigentlich geht das Spiel noch nicht mal, also es ist noch nicht mal so kurz, aber größtenteils liegt es auch gerade wegen dieser künstlichen Verlängerung da. Au! Was fällt dir ein? Das ist ziemlich frevel, dafür musst du Tempel werden. Ja, wenn man riesige, geile Waffen kriegt mit riesigen, geilen Animationen, dann kuriert man schon Größe wahnsinnig. Ups, wie soll ich das denn machen? Ach, ein Polarstern ist ja auch noch zu was Nütze. Und ja, es wird später ein Spiel geben, wo man den Polarstern wahlweise weggeben kann gegen, für eine bessere Waffe, aber ich sag nur so viel, macht das nicht, Leute. Ich werde es nämlich auch in dieser Let's Play nicht machen. Beim ersten Mal habe ich es getan und habe es bereut. Bitter bereut. Daher lohnt sich immer noch ein zweites Durchspiel für mich, denn
Ja, wir werden schon noch sehen. Ja, dann spreche ich mit Shaco. Hallo da, oh mein Gott, das ist gefährlich. Das ist ein gefährliches Item, den du da trägst. Bist du ein Reisender? Möglich, ja. Eigentlich weiß ich nicht, wie ich hier hingekommen bin. Okay, hier haben wir eine Flamme. Jenseits dieser flackernden Flammen entdeckst du ein Loch. Die Flammen sind im Weg, du kannst nicht durch. Oh, wir können nicht durch. Oh, du möchtest gerne durch meine Feuerstelle gehen? Dann brauchst du Jellyfish-Saft. Du kannst es von den Jellies kriegen. Von den Quallen. Quallenfischsaft, also doch SpongeBob. Okay, also Quallenfischsaft, um Feuer zu löschen. Ist ja recht logisch. Und hier sehen wir die Quallen schon. Ja, diese Metroid-artigen Quallen. Irgendwie erinnern die mich an Metroids. Ja, alles hier an dem Spiel ist schon fast Metroid. Nein, ich will es nicht als Kopie abstellen. Natürlich nicht. Ich muss sagen, dass es halt sehr stark an Metroid angelehnt ist. Ich gehe einfach mal durch, denn hier muss man sich echt durch. Ah, verschwindet! Mega fucking Overkill Blast! Nein, ich kann schnell sterben, oder möchte ich da natürlich nicht. Oh, ich habe meinen Level verloren mit dieser Waffe. Oh. Ja, hier muss man echt viel rumballern, aber zum Glück kommen die Gegner nicht immer wieder, wenn man den Bildschirm verlässt. Ups. Was hat der jetzt abgezogen? Hat der 6 oder hat der 12 abgezogen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber nicht. Habe ich das schon gesagt mit der Feuerstelle? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe danach gespeichert und dann habe ich das erst. Okay. Scheiße, das ist natürlich kacke. Das kostet Zeit und all so ein Mist, aber. Ach, das Balls. So, ab geht's. Das Spiel macht sowieso Spaß. Man kann immer wieder durchrennen. Also, man hat es durch 20.000 Mal. Oh, mir pro passiert das doch nicht. Das ist doch nur ein Ausrutscher. Ja, die geilsten, die immer so ein bisschen pro überhaupt. Nein, bescheiden. Eigentlich ja. Selbstverständlich. Ich meine, ich kann nur bescheiden sein, wenn man sich das ansieht. Bei Donkey Kong, also ich war echt nervös, muss ich ja das nicht. Aber es geht voran. Muss man ja sagen. Okay, da oben sehen wir ein riesiges, fettes Quallenviech, was an der Decke lehnt. Das müssen wir auch mal eben in die Ecke pusten. Am besten Raketen, aber. Oh, nervt diese Metroids. Weg da! Das ist mein Ort. Wir können nur mit dem Polarstern die Dinger verbinden. Ja. Okay, jetzt macht die Beute sterben. So, das war's. Für die, die ihn noch länger gerne bewundert hätten. Ach, das ist nichts Besonderes. Er fliegt um. Öffnet die Schatztruhe. Wir finden Quallenfischwasser. Boah, geil. Quallenfischsaft natürlich. Natürlich. Wie gesagt, das aus Quallenfisch ist Quallenfisch. Ich meine. Wovon rede ich eigentlich? Diese grünen Dinger sind anscheinend auch. Die halten die Monster fern. Die halten die Monster also nicht nur nach von innen fern, sondern auch von außen. Merkwürdig. Wir sollten doch in die Monsterzone fliegen, aber wenn dich hier halt Fledern und Mäuse einnisten. Ach, und dieses Wasser hätte ich natürlich noch für andere Sachen benutzen können. Ich werde öfters mal zurückgehen müssen. Leider, leider, leider. Und wie gesagt, das ist so eine A nach B-Aufgabe. Wir werden hier gleich sehen, das wird aufregen, aber bleibt nichts anderes übrig. Okay, jetzt muss man hier aufpassen. Hier bin ich sehr, sehr oft in die Stacheln geflogen. Ich weiß gar nicht warum. Jedenfalls, es war scheiße, richtig mies. Man darf sich auch nicht täuschen lassen. Hier zum Beispiel ein Loch bei den Stacheln. Bloß nicht täuschen lassen. Gib Geist. Ups, immer wenn man den Geist beschießt, schießt er zurück. Komischer Gegner. Und der bleibt so. Die Animation, wenn die Gegner sterben. So, jetzt könnten wir die Häuser auskundschaften, aber ich gehe einfach nur durch die Häuser, wo ich weiß, wo man schon mal reingehen kann. Ich weiß nicht, wie es geschlossen wird. Ich weiß gar nicht, warum es Grashorn heißt, oder nicht die Stadt. Finde ich zumindest nicht. Ja, ein paar Häuser hier. Okay, erstmal speichern. Denn wir sind gleich tot. Und natürlich tun wir auch so unsere Sachen, unsere Leben auffüllen. So, als erstes müssen wir durch dieses Haus gehen. Das ist auch das Haus, wo. Moment. Scheiße, Frosch. Okay. Das ist das Haus, wo Kazuma eingesperrt ist. Es will sich nicht öffnen. Hey! Du guckst durchs Loch und
perhaps by someone to the Crag Hut. Hey, over there! You look like a nice young man! Du siehst wie ein netter junger Kerl aus. Könntest du mir raushelfen? Ich möchte wirklich rauskommen hier. Danke, nimm das. Oh, wir haben die Schlüssel erhalten, um die Tür aufzukriegen. Ich hatte diesen Abend im Flur. Geh und schließ die Tür für mich auf. Da ist kein Schlüsselloch. Dor muss irgendwie zugerostet sein. Oh, also bringt uns das nichts. Was? Ist das nicht der Schlüssel zu dem Raum? Ah, das ist natürlich klasse. Wenn da kein Schlüsselloch ist, dann haben wir benötigen wir es, die Tür einzureißen. Wie könnten wir das tun? Na, frag mich auch, du Flormeier. Kazuma ist ja so ein professorartiger Typ. Oh, wir haben gleich die Zeit voll übersprungen, also gleich los.